Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich beginne jetzt nicht mit liebe Genossinnen und Genossen. Erneuerbare Energien schneller auszubauen ist richtig und gut. Aber es ist natürlich ein komplexer Vorgang von der Entscheidung, von der Planung bis zur Umsetzung. Und es ist natürlich auch immer sensibel, weil es immer in die Lebensräume von Menschen eingreift, wenn zum Beispiel Windparks, große Solarflächen gebaut werden. Wir haben die Verantwortung, die Antworten auf gesellschaftliche Krisen schneller auf den Weg zu bringen. Stichwort Klimakrise, Energiewende, neue Mobilität. In diesen Fällen geht es schlicht darum, schnell erneuerbare Energien zu gewinnen und transportieren zu können und damit die Energieversorgung zukunftsgerecht zu gestalten. Die Regierungskoalition hat es in der Hand. Aus meiner Sicht könnten sie handeln und mehr Personal an die Verwaltungsgerichte bringen. Ein Beispiel ist der Pakt für den Rechtsstaat, der zuletzt verhandelt worden ist. Da hat sich die Ampel nicht dazu durchgerungen, auch bei der Finanzierung von Personal in den Ländern zu unterstützen. Das wäre eine Maßnahme, um mehr Personal an Verwaltungsgerichte zu bringen. Klageverfahren an Verwaltungsgerichten dauern meist viel zu lange und können deshalb, und das können wir uns einfach nicht leisten, bei der Bewältigung der Energiewende durchaus blockierend wirken. Aufgrund ihrer Komplexität, aber auch wegen der Schwierigkeiten, die sich in rechtlicher Hinsicht ergeben. Hier hat es viel zu viele Blockaden und Unterlassungen in der Vergangenheit gegeben. Und ja, dafür gibt es auch politisch Verantwortliche. Richtig ist aber auch, es wird nichts besser davon, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen. Aber ich sage Ihnen ebenso, es wird auch nicht schneller, wenn man beim Versuch, Blockaden zu lösen und Geschwindigkeit aufzunehmen, nicht ausreichend mutig an allen Stellschrauben dreht oder sehr wichtige Stellschrauben dabei vergisst. Deshalb will ich hier zwei Punkte hervorheben. Erstens die Fehleranfälligkeit von Planungs- und Zulassungsentscheidungen im Umweltrecht und die überlangen Verfahren sind vor allem auf die teils mangelnde Vollzugstauglichkeit materiell-rechtlicher Vorschriften zurückzuführen. Heißt im Umkehrschluss, wir müssen als Gesetzgeber einfache Gesetze machen. Und das gilt vor allem im Naturschutzrecht und im Wasserrecht, wenn man an diesem Tagesordnungspunkt darüber nachdenkt. Zweitens, Geschwindigkeit braucht ausreichend Personal, darauf bin ich schon eingegangen, aber trotzdem noch mal an dieser Stelle. Warum zum Beispiel wird das Bundesverwaltungsgericht vom Justizministerium immer noch nicht besser ausgestattet? Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Ja, muss ja noch kommen. Man bekommt die Verfahren doch kaum beschleunigt, wenn man nicht an allen Punkten des Verfahrens ansetzt, in den Gerichten, aber auch in den Verwaltungen. Und die Ampel sieht das ja offenbar genauso mit dem Personal, zumindest auch was die Länder angeht. Dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD, Grünen und FDP jetzt gemeinsam mit den Ländern eine umfassende Analyse zu den Personalbedarfen an Verwaltungsgerichten erstellen wollen, ist gut, aber auch überfällig. Eine Bündelung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der Oberverwaltungsgerichte und des Bundesverwaltungsgerichts in den Verwaltungsgerichtsordnung anzustreben, würde zur Rechtsvereinfachung und besseren Übersichtlichkeit beitragen. Das begrüßen wir auch. Dass Sie Mediations- und Schlichtungsverfahren zum Zwecke einer Verfahrensbeschleunigung ausprobieren wollen, das wird von uns auch unterstützt. Aber es ist wirklich ein bisschen kurios, das darf ich hier noch hinzufügen und etwas salopp sagen, dass Sie sich selbst mit einem Entschließungsantrag dazu auffordern. Es wäre schon überzeugender, wenn die Ampel ihre Forderung des Entschließungsantrages in die Tat umsetzen könnte und würde. Und das wäre im Übrigen auch schneller. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle.